Das heißt, nur die fünf Helden, oder wer sind die fünf? Die fünf Helden, ja. Die fünf Das Helden, alles sind, klar. meine ich, mit den. Mit der Rondrigo schnappt Magie. sich seinen Rucksack, sitzt ihn auf den Rücken auf, packt sich sein Schild an an den Arm, hat sich noch das Kettenhemd angezogen, das meisterliche, und ja, würde dann sozusagen wahrscheinlich eine Hand reichen, wenn sie über die Reling steigt, um auch von Bord zu gehen dann. Ja, wer darauf geachtet hat, wird gesehen haben, dass Washa Rashika dabei hat, die sich leicht in ihrer Kleidung abzeichnet. Anscheinend gerade die Schlange nicht allein lassen will auf dem Schiff. Und ja, ebenfalls ihre Sachen dann nimmt, den Korb allerdings dort lässt, ja, und auch mit untersteigt. Sieht Kapitän. wieder wesentlich besser aus als gestern, wieder mehr Farbe im Gesicht. Euer Gnaden. Vielleicht könnte es etwas zu Unmut unter der Crew, unter der Matrosencrew führen, wenn jetzt bei einem Landgang in potenziell feindliches Gebiet die Söldner nicht mitgenommen werden. Ich meine, dafür haben wir sie auch dabei, oder? Die Söldner sind da, um das Schiff zu verteidigen. Außerdem, wir gehen nicht weit. Wenn wir sie brauchen, können wir uns zum Schiff zurückziehen oder sie herbeiholen. Das wird eine schnelle Sache. Wir klopfen an ein paar Türen, gehen vielleicht zu diesem großen Gebäude da oben und schauen, ob wir jemanden antreffen. Es sieht ja nicht so aus, als lebte hier noch was. Hi, Kapitän. Über euch krächzen ein paar Möwen, die ihr jetzt hier erkennen könnt. Die Straßen sind wirklich sehr verlassen. Ihr könnt kurz an dem steinernen Hafen an der Kaimauer entlang gehen, schaut zur einen oder anderen Lagerhalle, die aber auch sehr verrammelt aussieht, als wurde hier sehr, sehr lange nichts mehr gehandelt. Wie gesagt, auch keine weiteren größeren Schiffe, keine Leute, die ihre Waren anpreisen. Ihr könnt keine Kinder hören. Es ist wirklich geisterhaft. Ihr geht dann die Hafenkaimauer so ein bisschen nach oben über so eine kleine Treppe. Die Gebäude sind alle sehr verlassen. Die Türen und Fenster sind mit Holzbrettern zugenagelt. Zumindest auf den oberen Stockwerken und auch die unteren Fenster. Einige Türen sind auch mit Kisten vollgestellt. Es gibt keine Zeichen für einen Angriff oder so etwas, sondern ja, einfach nur verfallen, als ob sich hier sehr, sehr lange niemand mehr um die Gebäudeerhaltung gekümmert hat. Wenn man so eine geschlossene Tür findet, schaut mal, Jalan, sollen wir da mal eintreten und gucken? Nicht, dass sich da unten Untote verstecken oder so ein Scheiß. Rodrigo, einen Moment. Erinnerst du dich an diese Hinweise, die wir hatten von diesem verlassenen Fischerdorf, wo man das Gefühl hatte, dass die Menschen, die dort wohnten, ja, sich irgendwie so langsam wie Froschwesen verhalten haben? Ja, Mein, so ein bisschen das, das, trotzdem. das sieht nicht so aus, als wenn hier das Dorf überfallen wurde. Vielleicht wollten sie. Aber sollte dieses Dorf nicht irgendwo den Manadi hoch sein? Ich weiß nicht ganz, wo wir sind, aber ich glaube, der Manadi ist weiter im Süden. Da habt ihr recht, Jalan, aber wenn es dort passiert ist und hier sind wir direkt an der blutigen See. Naja, nur. Gut, ihr seid auf der Hut. Rodrigo, warum nehmt ihr euch nicht Wasche und schaut mal in das Haus da rein? Und wir Also wenn anderen da werden da. Untote sind, möchte ich da aber nicht rein, ja dann. Halt dich hinter mir und nichts Wird schon alles passiert. gut sein. Und wir anderen werden derweil schon mal zu dem Herrenhaus da oben gehen. Wosti, ist das ein Herrenhaus oder was ist das große Gebäude da? Ja, könnte man so sagen. Okay, dann. Rodrigo tritt mal vorsichtig gegen die Holztür, Angst, dass seine halbe Fuß da durchbricht oder dass da dahinter irgendwas kommt, was so hart ist, dass er sich den Fuß bricht. Erstmal lieber vorsichtig, man kann ja noch ein zweites Mal so etwas treten gegen diese Holztür. Ja, also wenn du gegentrittst, wirst du feststellen, dass von innen der Riegel vorgelegt ist und es klappert einmal sehr laut, das hallt durch die Straßen. Und du kannst aus dem Inneren auch wohl Geräusche hören. Hallo? Ruft Rodrigo mal rein. Wir sollten erstmal Auskunft schaffen, Rodrigo tritt nochmal dagegen, dass es mehr Lärm macht und das ganze Ding wackelt, aber nicht, dass die Tür wegfliegt oder nach reinfliegt oder der Riegel kaputt geht. In der Hoffnung, dass er dann Antworten bekommt. Hallo? Tritt da noch ein, zwei Mal gegen. Das macht wahrscheinlich klappernd, rappelnd viel Lärm. Ja, Jalan, du kannst dich nochmal umblicken, wenn du gerade den Weg nach oben gehst zu diesem Herrenhaus.
Machen wir eine Sinnschärfeprobe Sicht. Ich nicht? Gehst du denn bei Jalan mit oder bleibst du bei Rodrigo? Nee, ich dachte, soll. Sinnschärfe. Oh, oh, oh. Gerade so geschafft. Gerade so geschafft. Du hast kurz aus einem Augenwinkel noch wohl bemerkt, dass sich jemand im zweiten Stock aufhält. Da, wo Rodrigo gerade gegengetreten hat gegen das Haus, kannst du wohl eine Schatten sehen oder eine Bewegung zwischen den Fensterläden, die dann auch zugemauert sind. Rufe ich mal runter. Rodrigo! Hm? Und deute dann irgendwie. Gibt's Fernattack für auf 100 Meter? Klar, also das funktioniert mit Attack. Okay, dann jemand und zweiter Stockwerk. Also über mir. Und Rodrigo schaut nach oben, zieht den Schild so ein bisschen vor sich, jetzt auch vor allem ein bisschen in die Höhe gehalten, dass er ihn schnell genug übers Gesicht ziehen könnte. Und schielt nach da oben in die zweite Etage hinein. Macht einige Schritte rückwärts, um zu gucken, dass er da ein bisschen Winkel bekommt, um da reinzuschauen. Ja. Ich weiß nicht, in der betrachte mir das. Dann dürfen die anderen. Okay, er verdeihaus folgt jetzt Jalan. Korrekt. Gut, dann dürfen Brindijan und Wascha mal eine Sinnschärfeprobe auf Sicht machen. Uiuiui. Ui. Oh mein Gott. Ihr könnt. Brindijan hat erstmal Augen nicht so sehr dafür, dass Rodrigo jetzt nach oben schielt, sondern Brindijan schaut sich sehr. Naja, du bist dir nicht ganz sicher. Hat sich da irgendjemand gerade bei den Lagerhallen bewegt? Die Tür steht so ein Spalt offen, so verwittert. Du kannst da wohl irgendetwas erkennen. Etwas Pulsierendes. Und Wascher guckt gerade zu einer anderen Richtung und blickt gerade auf die offene See und du kannst dort erkennen, wie dort nicht nur euer Schiff liegt, eure kleinen Lorcher, die da ziemlich groß neben den anderen Booten liegt, sondern du kannst auch erkennen, wie sowohl irgendwas aus der Wasseroberfläche in Richtung des Hafens kommt. Ja, Brindijan geht mal in die Richtung, wo diese Lagerhallen sind. Ich weiß nicht, wie weit die weg sind. Also mal vorsichtig dahin und das mal genauer angucken, was da los war. Gut, dann gucken wir uns doch einfach mal an. Rodrigo steht irgendwo hier. Brindijan geht jetzt zu dieser Lagerhalle. Beziehungsweise, nee, entfernt sich von denen. Geht mal dahin. Und ganz nah bei Rodrigo. Genau. Gut. Jalan und Ephadaios gehen dann weiter nach oben. Oder wie sieht das aus? Wie ich bereits sagte, ich möchte gern hier stehen bleiben und mir das erstmal begucken. Gut. Okay. Ja, Brindijan. Ja, Brindijan ist so ein bisschen neugierig, hat wohl vielleicht irgendwas erkannt und geht jetzt zu dieser Lagerhalle. Entfernt sich so ein bisschen von euch. Brindijan, Wasser! Ja, gleich. Interessiert sich gerade nicht für das, was die anderen rufen, sondern ist da jetzt hochinteressiert, was da in dieser Lagerhalle ist. Dijan, da ist was im Wasser! Dijan wählt so ein bisschen abweisend mit der Hand und nähert sich dann der Lagerhalle. Dann drehe ich mal um. Wie weit sind jetzt genau Jalan und Ephadaios? Wie viele Meter? Also ihr könnt es eigentlich hören, oder? 70 Meter. Okay. Also ich hole das schon auf laut. Also nur verdrehe ich mich dann halt um. In eure Richtung auch nochmal. Fuchtel irgendwas zu euch rüber und deutet ins Wasser an. Ja, die anderen schauen so ein bisschen auf die Wasseroberfläche. Blutige See, bisschen schaumig, bisschen gelb, Wasser, was auch immer sie da entdeckt hat. Vielleicht ein paar Fische. Brindijan guckt in Richtung der Lagerhalle, hast auch einen kleinen Spalt entdeckt, wo es wie gesagt durchgeschimmelt ist. Du kannst das Pulsieren jetzt genauer erkennen. Du kannst Eier sehen, ungefähr menschengroß, aufgestapelt. Die gesamte Lagerhalle ist voller Eier. So wie ein Frosch Laich ablegen würde. Nur, dass die Menschen groß sind. Und dahinter lebt wohl irgendwas in diesen Eiern. Also das ist da relativ dunkel wahrscheinlich in der Lagerhalle. Oder kenne ich da irgendwas Genaues? Oder? Nein.
Ich versuche mal an der Tür so ein bisschen zu rütteln, ob die aufgeht. Oder ist die auch wieder so mit Brettern zugeschlagen? Oder? In dem Fall nicht, nee. Du kannst sie öffnen und Licht fällt in diese Lagerhalle rein. Und du kannst jetzt mehrere von diesen Eiern erkennen. Ja, sie sind an der Oberfläche, also es sind keine richtigen Vogeleier, sondern eher ja, froschleicht, so leicht durchsichtig. Du kannst Larven im Inneren dieser Eier erkennen und komische Adern, die dann mit Wasser gefüllt, mit nachtblauem Wasser gefüllt sind und irgendetwas hineinpumpen. Pulsierend. Okay, also ich stecke erstmal den Kopf so durch den Spalt in der Tür und irgendwie, ja, ein bisschen abwesend, überhaupt nicht irgendwie jetzt auf Schutz oder sowas bedacht gegenüber mir selbst. Und dann, ja, ziehe ich den Kopf wieder raus und schaue zu Wascher und Rodrigo in die Richtung und winke mal so, kommt mal her, kommt mal her. Ja, Wascher hat sich dir abgewandt und fuchtelt gerade Richtung etwa da aus dem Jalan rüber. Wo denn was im Wasser, fragt Rodrigo, der gleichzeitig immer wieder nach da oben schaut, zur Tür schaut, wo er gegengetreten hat und dann versucht zu erkennen und auch zwischendurch, was Wascher denn jetzt von ihm will, wo sie hindeutet. Das sind Bogen und da war was. Da hinten. Ich versuche mal genau mit dem Finger denn zu zeigen, Frosty, wo ich es gesehen habe. Rodrigo schaut mal kurz dahin. Ich bin nicht ganz sicher, ob diese Entfernung, was, auf welche Entfernung zeigt sie denn wohl ungefähr? Ja, so 70 Meter ungefähr. So ungefähr so weit entfernt wie Jalan, nur eben im Wasser. Ja, man schaut mal einmal kurz an die Gegend ab, also wie ich jetzt hier so 2, 3, 4 Sekunden, will aber das Haus, wo er da sozusagen vorsteht, also wo er nur 2 Schritte oder 3 Schritte von entfernt jetzt steht, sozusagen nicht aus den Augen lassen, weil da definitiv was war. Und das ist nur 2 bis 3 Schritte entfernt. Also Jalan und Epadaios reagieren gar nicht, richtig? Ich stups dann, wenn du da eine Weile wedelst und wir nicht sehen und Bredigian dann weggeht, stups ich irgendwann mal einfach da was an. Ich glaube, wir sollten zurückgehen. Ja, unten scheint doch mehr los zu sein, als ich dachte. Ja, dann könnt ihr oben etwas hören. Da kommt wohl gerade eine Person aus diesem kleinen Herrenhaus heraus. Und du kannst das eine... Rodrigo dreht sich rum und tritt mit aller Gewalt gegen die Tür. Jetzt soll diese Regel endlich nachgeben und die Tür soll auffliegen. Ja, Moment, bevor das passiert, wie gesagt, eine Person, die dann auf Jalan zuschreitet. Sie hat verhältnismäßig große und vortretende Augen, einen auffällig breiten Mund und eine leicht vorne übergeneigte Körperhaltung, so als ob sie irgendwie Rückenprobleme hätte. Ich habe es gar nicht verstanden, nachdem ich gegengetreten habe, habe ich einen Disconnect gehabt, entschuldige. Ja, kein Problem, wir machen erstmal oben weiter, was dort passiert. Ja, jemand kommt auf Jalan hinzu. Where's what you here? Auf einer Skala von 1 bis Kermit, wie sehr sieht er wie ein Frosch aus? Ich hab ihn dir eben beschrieben. Ja, das klingt sehr froschig, glaube ich. Okay, gebt euch zu erkennen! Ich pack dann erstmal einfach da an der Schulter. Seht ihr das? Ja. Ihr habt doch gesagt von den, Das ist weit genug. Das ist weit genug. Bleibt da stehen. Ihr seid hier unerwünscht. Wie heißt ihr und wer seid ihr? Verschwindet von hier. Seine Stimme klingt sehr quakig. Ich habe euch etwas gefragt. Ich bin Kryptorn. Wie bitte? Kryptorn. Habt ihr ein Wort verstanden? Kryption oder so. Und Kryption. Warum ist hier nichts los? Verschwindet von hier. Du kannst sehen, wie er in seinen... Ja, er hat so einen Regenmantel an. Irgendwie Leder von Tieren, die du nicht deuten kannst. Und zieht ein langes, schartiges Messer hervor, was vielleicht dazu geeignet wäre, Fische auszunehmen. Dann tritt Rodrigo unten gegen die Tür und steht in einer kleinen, verqualmten Wohnung. Du kannst noch kurz irgendetwas weghopsen sehen in den Schatten, die Kellertür nach unten, Kellertreppe nach unten und vor dir steht eine Person, ebenso mit großen Augen. Du kannst sehen, wie sie wohl irgendwie krank ist, eine Hautkrankheit zu haben scheint. Die Schuppen lösen sich wohl gerade am Hals ab.
Die Hände und Füße sind unglaublich groß und er hat ebenso wie die Gestalt oben ein langes Fischermesser in der Hand, mit dem man wohl ohne Probleme jemanden ausweiden könnte. Brindigian schaut gerade durch die Tür, versucht sie noch ein bisschen weiter aufzuschieben, damit er mehr Licht in diesen Schuppen reinbringen kann. Und dann kannst du sehen, wie ein Wasserstrahl auf dich zugeschnellt kommt. Ja, ich versuche natürlich instinktiv mal auszuweichen. Ja, dann würfel einmal eine Intuitionsprobe, ob es dir vorher gelingt. Und dann eine Ausweichenprobe, wenn es dir gelungen ist. Du wirst erfasst von einem Wasserstrahl und spürst, wie du salziges, brackiges Wasser in deiner Lunge hast. Und wir gehen in eine Pause. Lektion gelernt, an der blutigen See nicht alleine rumstechen. Okay, dann Initiative alle auswürfeln. Wascher fehlt noch. Ich will gerade am Buch rummeln, Entschuldigung. Dein Eisern zählt dann auch erst in der nächsten Runde und nicht jetzt. Das ist mir klar, das muss ich erstmal eintragen. Wascher, du kannst jetzt erkennen, du hattest ja eben Augen auf dem Wasser, Augen auf Jalan oben in den Büschen, jetzt Augen auf Brindigian, Augen auf Rodrigo. Du kannst erkennen, dass sich wohl an eurer Schiffaußenseite ein paar Gestalten nach oben ziehen und das, was du aus der Wasseroberfläche hast aufsteigen sehen oder kurz aufblitzen sehen, was die anderen nicht erkannt haben, das waren Rückenflossen. Gut, dann fangen wir. Wascher hat Initiative 21. Dann, es gilt immer, ihr könnt vorziehen, wie auch immer ihr wollt. Die die Wasserleichen sind noch nicht drin. Der Dorfbewohner Kryptjan fängt einmal an mit einer Beschwörung, mit einem Ritus. Und Jalan, du kannst erkennen, wie sich jetzt einige Gestalten aus der modrigen Erde Hände, die aufwühlen die Graberde und einige verfaulte Hände, die jetzt nach oben kommen. Okay, gut, ich möchte wie gesagt vorziehen, ich mit einer Aktion mein Schwert ziehen. Mich mit einer umwenden zu Ephodias. Lauft! Und dann auch schon mal leicht loslaufen. Ausgezeichnet. Dann viele, viele Hände. Das wird allerdings dauern, bis die Wasserleichen da sind. Die hätten prinzipiell irgendwann, wenn sie auftauchen, eine Initiative von 5 plus 1 wie 6. Also irgendwie was mit 7 oder 8. Nicht so viel. So, dann muss Rodrigo handeln. Rodrigo steht ja dem Dorfbewohner gegenüber und wartet auf seine Aktion, womit seine Aktion verfällt. Und er noch eine Reaktion offen hat. Er blubbert dich an, wirklich Stimme kannst du nicht erkennen. Er mag wohl vielleicht mal Thulamidisch gesprochen haben, mittlerweile sind seine Lungen aber auch gar nicht mehr dazu in der Lage, richtige Worte zu formen. Er fuchtelt so ein bisschen mit seinem Fleischermesser herum und bedeutet dir jetzt hinauszugehen. Immerhin hast du seine Tür eingetreten. Dorn schaut ihn erstmal noch etwas ungläubig an, hat eben noch gar nicht realisiert, was draußen alles so passiert. Gut, Brindigian, du wirst hinten geschleudert und liegst auf dem Boden. Ein sumpfiges, schmatzendes Loch in deiner Robe. Deine Brust oder beziehungsweise dein Schildarm ist gerötet und du kannst sehen, wie brackiges Wasser aus dem Arm heraustritt. Ja, Brindigian liegt auf dem Rücken und hustet. Sehe ich schon, wo das herkam, wer das auf mich aus dem Inneren der Scheune. Irgendein Wesen quakend, hopsend, was den Arm gerade noch auf dich gerichtet hatte. Und du konntest keine wirklichen Stimmen hören. Also es hat wohl gesprochen, aber keine Sprache, die du irgendwie mit deinen Organen formen könntest. Das Ding ist auf alle Fälle irgendwie humanoid, aber nicht menschlich. Also humanoide Züge. Ja, aber wenn ich das Vieh sehe, dann würde ich direkt auf jeden Fall meinen Zauber wirken. Und ich deute mit der linken Hand, mit Zeigefinger und Mittelfinger auf ihn und rufe: Blitz dich find, werde blind. Ja. Oder irgendwelche Modifikationen. Gut, liegst immer noch auf dem Boden, das ist für den Zauber allerdings egal. Dann schmeiß mal dein Blitz dich find. Gegen die MR von 7. Sorry, das habe ich jetzt nicht mehr drin.
kein Problem. Ziehen wir ab, bis einer über. 24 Meter, oder? Genau, das ist 1 zu 10, also das wären jetzt 40 Meter. Okay, dorthin. Das Wesen in der Scheune taumelt leicht zurück, reibt sich die Hände jetzt vor die Augen, also die Hand, mit der er es eben auf dich geschossen hat, und gurgelt irgendetwas. Jalan, du hattest deine Aktion schon benutzt, Schwert gezogen und laufen? Ja, wie ist der Maßstab? 1 zu 10. In diesem Fall darf ich 6 Meter laufen. Ja, Wascher, jetzt ist einiges passiert. Hinter dir schreien jetzt die Seemänner, die Söldner. Irgendetwas passiert wohl gerade auf eurem Schiff, das ja wohl hier in einiger Entfernung, ist das so ein bisschen näher, steht hier irgendwie gerade angelandet an so einem Steg. Predigian ist gerade nach hinten geschleudert worden und Rodrigo steht in der Tür und du kannst in der Dunkelhaut des Hauses wenig erkennen, aber da scheint wohl auch eine Gestalt zu stehen, die ihn anblubbert. Was willst du tun? Ich möchte gerne meinen Acceleratus machen, eine Laufsaktion. Okay, nächste Kampfrunde. Nächste Kampfrunde. Oben Kryptian murmelt weiter, eine Litanei. Ihr könnt ihn wieder nicht verstehen. Die Wasserleichen, die hier oben aus der feuchten Erde nach oben kommen, erheben sich weiterhin. Ja, man kann das in deinem Rücken noch spüren. Der Paktierer hier im Lagerhaus wird sich jetzt... wie viel verliert er dann an Initiative? Ist das ZFW, oder? Ist egal, das hält auch nur eine halbe Kampfrunde, der Zauber bei einem Sternchen, meine ich. Aber die Initiative ist trotzdem gedruckt. Sechs Aktionen hätte. ZFW halbe Aktion. Ja. Genau, also ist abhängig von ZFW und nicht ZFW-Stern. Also einiges so. Deswegen war jetzt die Frage, wie... Genau, und Inni ist auch minus ZFW, also minus 12. Genau, okay, dann ist er irgendwie quasi irgendwo hier unten bei der 3 oder 4. Das heißt, du kannst auch erkennen, wie er auf dich zuhopsen will. Er ist definitiv in Angriffsstellung und hat so eine Schleimspur, die hinter ihm dann auf den Eiern zurückbleibt, die er da wohl behütet oder um sich kümmert. Du kannst weiteres Unwasser sehen, was sich durch diesen Leichen durchpumpt. Ja, so, also ich möchte aufdehnen und also. Okay, ja, du kannst vorziehen, wenn du willst. Ja, ist eigentlich egal, aber ich werde aufdehnen und dann Richtung Rodrigo Wascher und dann anschließend Richtung Boot laufen. Gut. Ich möchte auch was tun. Ja. Ich möchte 3 freie Worte an Rodrigo. Kommst du zurecht? Weil ich sehe ja nicht, was da passiert. Ja, Rodrigo steht da auf jeden Fall mit der Streitaxt in der einen Hand, mit dem Schild in der anderen Hand und starrt wohl in diesen Raum hinein. Hat er so einen halben Schritt hineingemacht, steht so zwischen irgendwie in der Tür. Mit einem halben Schritt drin und ja. Über dir knarzt die Decke, Rodrigo. Da ist definitiv jemand im zweiten oder im ersten Stock. Also okay, Rodrigo ist dran. Du musst jetzt handeln. Die Person im Inneren ist immer noch drohend. Hier und ist sich sicher, dass seine Frau ohne Rüstung und ohne Schild schneller ist als er. Und kriegt gar nicht mit, dass Brindidian sozusagen gar nicht neben ihm großartig noch steht und sprintet jetzt hier Richtung Schiff. Wo ist wohl unser Schiff? Kannst du ein Schiffstoken da vielleicht hinziehen? Hol ich kurz. Und Rodrigo geht Richtung Schiff sprinten. Ja, er ist aber der Meinung, dass jetzt hier unsere, dass Washer schnell genug ist und Brindidian ohne Rüstung auch schnell genug ist. Und so wird er seine 18 Meter weit kommen, also 1,8. Predigian ist einmal aufgestanden und kann dann noch eine Aktion laufen. Jo, das tut er. Das sind dann 8 Meter, glaube ich, ne? Ja. Gut. Everdaios. Ich sprinte weiter. Ja. Beziehungsweise, sind die tiefen Wesen vor mir dran? Du kannst sehen, dass die tiefen Wesen sich nach oben an der Schiffswand nach oben ziehen und die Söldner haben das selbstverständlich schon bemerkt. Nicht nur eure Söldner, sondern natürlich auch die Mitglieder der Inquisition, die hacken sich jetzt also tiefen Wesen von der Reling runter, denn die wollten gerade nach oben steigen, werden aber da dann bekämpft. Ja, ich laufe zum Schiff, ich sprinte wieder.
Ich renne auch zum Schiff. Also wenn Rodrigo hinter mir herkommt, dann will ich auch wirklich... Du kannst Rodrigo locker überholen mit deiner Geschwindigkeit. Ich bin ja eh hinter dir, also du siehst wahrscheinlich, wie ich wirklich in einem übermenschlichen Tempo von dir wegrenne. Gut, wollt ihr alle fliehen? Dann können wir das, glaube ich, an der Stelle auch abkürzen. Wenn nichts noch irgendwie gebrüllt werden soll. Nö. Eines dieser Dörfer, die man melden sollte, das wird auf einer Karte eingezeichnet. Da natürlich nochmal eine Kartografieprobe und ihr könnt mir mal erzählen auf der anderen Karte, wo ihr denn vermutet, dass ihr gerade seid. Zeigt mir das mal auf der Nappelkarte. Wir haben doch... Oh, du hast die Kelloggs-Karte weggepackt. Ich sehe nur eine sehr detaillierte Karte. Nein, ich habe keine... Achso, hier die Karte sehe ich noch. Okay, ja. Die sehe rechts ist noch da, sehe ich gerade. Genau, die Karte sollte, glaube ich, nicht für uns vorhanden sein, oder? Was, welche? Diese hier? Ja, die. Ja, prinzipiell kann ich die auch ausblenden. Ich glaube, ich hatte die irgendwann mal ausgeblendet. Jetzt ist sie weg. Gut, ja, zeig mir mal an, wo diese Stadt sein sollte. Nee, das nützt nichts. Wir zeigen generell hier in das Gewicht und das muss reichen. Macht einfach mal mit eurem Zeichentool ein rotes X dahin, wo ihr meint, dass dieses Dorf sein könnte. Damit die KGA oder irgendjemand sich darum bemühen kann. Ja, ihr könnt auf alle Fälle fliehen. Die Tiefenwesen werden abgewehrt. Predigian hat, wie gesagt, ein klaffendes Loch in seiner Schulter, wo Unwasser rausquillt. Das ist keine regeltechnische Wunde, aber es tut natürlich trotzdem unglaublich weh. Und ihr könnt dann wieder die Segel setzen und ohne weitere Informationen euren Weg in Richtung Blutiger See fortsetzen. Dijan, lass es auf jeden Fall verbinden. Oder verbind dir das. Das sieht böse aus. Lass mich mal schauen. Sicher, dass ihr dieses Wasser wirklich in der Wunde halten wollt? Ich hoffe, das geht wieder raus. Versuch mal, ob du da was machen kannst, Waschashida. Ja, ich gucke mal, Frosty. Könnt ihr da nicht irgendeine Zauberei anwenden? Ja, ist einfach Heilkunde-Wunden, ja genau. Also es ist jetzt zwar magisch entstandener Schaden. Verbinden, ein bisschen Salbe drauf und dann wird er in der nächsten Nacht ziemlich gut schlafen. Dann mache ich das auch mal. Ja, ihr könnt sehen, wie weitere Wasserleichen oben von dem Hang hinunter torkeln, teilweise auch fallen. Sehr ungelang, sehr langsam. Die erste Erfahrung, die ihr mit einem pervertierten Dorf gemacht habt. Ihr habt aber noch einiges vor euch. Der Tag hat gerade erst begonnen. Also ihr seid um 7 relativ früh dann mit der Sonne aufgestanden. Seid jetzt eine Stunde, vielleicht eineinhalb gesegelt. Habt also noch einiges vor euch. Ja, immer an der Küstenlinie entlang, vermute ich. Immer an der Küstenlinie entlang, ja. Gut. Ich guck gerade, wie weit ihr mit der ersten Tour kommt. Perfekt. Ja, ihr korrigiert euren Kurs leicht, haltet euch hier, wie gesagt, immer dann an der Küstenlinie entlang. Das ist nicht so sehr mit Kunst oder mit seefahrerischer Kunst dann, da gehört nicht viel zu. Die Orientierung von euch sagt euch, dass ihr jetzt nach Nord-Nordost fahrt aktuell. Seid also jetzt an dem ersten Zipfel vorbeigekommen. Und wir würfeln einmal auf der Zufallstabelle. Meinetwegen, der als erstes würfelt, ein W20. Unter welcher Flagge segeln wir eigentlich? Was haben wir für eine Flagge, Kapitän? Wir haben natürlich, weil wir in der blutigen See sind, derzeit überhaupt keine Flagge gehisst. Alles klar. Weil wir halt dreckige Pisser vor Preis sind, die sich nicht ausweisen möchten. Notiere ich noch gleich hinter. Ach ja, so. Ja, was ihr bemerken könnt, ist, dass sich der Himmel so ein bisschen zuzieht. Es ist natürlich Winter und dementsprechend kalter Wind, der über das Deck hinüber braust und dann könnt ihr auch bemerken, dass es nicht nur grau wird, sondern dass sich ein Gewitter anbahnt. Dürft gerne mal eine Wetterkunde schmeißen. Ist die für Meereskunde nicht erleichtert? Ich glaube, da gibt es wieder eine Spezialisierung, oder?
Bin mir nicht ganz sicher, ob die... Denkbar, ja. Also, Talente nicht prinzipiell eine Erleichterung, wenn man die entsprechende Geländekunde hat? Ja, also das ist ja dann auf Naturtalente anwendbar, also würde ich zulassen. Warum nicht? Nicht geschafft. Sonniges Wetter, Männer! Und die kurzen Hosen raus.